So, willkommen zurück beim nächsten Part von Let's Play Mass Effect 2 und wir sind hier gerade mitten in der Loyalitätsmission zu unserem ganz frisch rekrutierten Gruppenmitglied, oder was heißt rekrutiert, den haben wir mehr oder weniger gefunden, Legion, ein Geth, der uns ausnahmsweise mal nicht über den Haufen knallen will. Und ihm geht es wohl darum, dass die Geths sich gespalten haben in zwei... Vielleicht können wir an ihnen vorbeischleichen. Die Unterbrechung von Datenströmen würde das lokale Netzwerk alarmieren. Ist ja gut. Wir empfehlen Präventivschläge gegen die Hardlink-Router. Mhm. Okay, in zwei verschiedene Fraktionen. Und zwar einmal die Herricks, das sind die ganz, ganz Bösen. Und die eigentlichen Geth, die sich mittlerweile wohl in irgendeiner Art und Weise kultiviert haben. Und gar nichts gegen die Menschen und sonstige Zivilisationen haben. Ja? Und deswegen helfen wir ihnen jetzt. Euch wird auffallen, ich habe Tully mit an Bord geholt. Ich habe das nochmal geändert. Ich hoffe, dass vielleicht mit Tully der eine oder andere Dialog vielleicht ein bisschen spannender wird, weil die Quarianer ja richtig Rambazambazoff mit den Geth haben. Aber ansonsten habe ich nichts gemacht, keine Angst. So, und jetzt müssen wir hier, glaube ich, mich zu erinnern, dass wir hier auf den Knoten schießen. Dann explodiert er. Ja, yeah, genau. Ah, so war es geplant. Da komm du mir nur nach Hause, du. Ich registriere verwertbare Ressourcen in den Geth-Verteilern. Na, wie finde ich das denn? Bestand aufbessern. Ja, dann gehen wir da noch hin. Ah, vorher legen wir noch KI-Hacken von Tully und KI-Hacken von Legion. So, was haben wir noch? Energieentzug. Klingt ja auch gut. So, neue Drohnen, das macht er, wie er denkt. So, das nehmen wir mit. 3000 Credits. Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Ja, erklär das mal. Das verstehe ich nicht ganz. Ich auch nicht. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Also klar. Dann halt danke. Ja. Guter Plan, gell? Waffe zücken. Und danke, Bonanza. Tür auf. Oh, ist ja richtig stimmungsvoll hier, mit den Partikeln, die hier so schweben. Sie werden uns einen Gefechtsturm. Machen wir das doch. Dann kommt hier wahrscheinlich gleich der erste Gegnertrupp. Oder? Oh, da haben wir sie schon. Ah, komm mal her, du. Bam. So, und eine Singularity da ums Eck. Ist da noch einer? Nee, das ist zerlegt. Sehr gut. So, jetzt sollen wir wohl nicht auf diese grüne Schlotze hier drauf sappen. So, jetzt machen die auf. Das haben sie nicht gern. Da sind sie empfindlich. Dann machen wir das auch nicht. Oh, das war eng. So, pass mal auf hier. Guck mal da. Ah, oh, fuck. Fuck. Mami. Oh, da ist keine Deckung. Oh, fuck. Seh dich jetzt! So, was war hier jetzt noch? War hier noch einer? Ah, er kann noch. Komm her. So, komm mal du her. Komm mal du her. Bitte? Hast du mich gemeint? Freund. So, hier haben wir wieder noch so einen Verteiler.
Gibt's nochmal Geld. So, die andere Waffe, ist die geladen? Ja, können wir auch mal nachladen, sehr gut. Hä? Was war das denn? Oh ne, haben wir schon. So, jetzt aber. Alles klar, Tür auf. So, rein in die gute Stube. Hallihallo. Oh, der war daneben, verdammt. Bam. So, der Warp. Na, was das für dich? Kollege. So, da noch Credits, okay. Geht's nicht weiter? Oh, so, jetzt kommen wir hier. Ne, von da sind wir gekommen. So, dann gehen wir hier hoch. Ah, ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Mach ich. Da, einmal rum ums Eck. Nehmen wir wieder die andere Waffe. So, kurze Distanz. Oh, 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 oh. Bam! Haben wir's? Oh, verdammt, falscher Knopf. Was ist das denn? Tür auf. Bug. So, und jetzt? Oh, no? Oh! Können wir da mal einen hacken oder so? Hier von euch? Oh, verdammt. Wo denn? Da unten oder was? Komm her! Was ist mit dem Turm hier? Kann ich den... Oh, fuck, ist so weit weg. Verdammt. Komm raus da. Barriere an. Ah, falle um, verdammt. Alter. Puh. Systemhack eingeleitet. So, komm, lade ich auf. Oh Mann, war das eng. Meine Fresse. Kommt er jetzt zu uns? Ja, ne? Wie finde ich das denn? So. Ah, ne. Falscher Knopf. Komm. Weg damit. So, genau. Alles jetzt zu mir. Hinter Ihnen. Zur Kenntnis genommen. So, Tür öffnen, bitte. Könnte auch ein bisschen schneller gehen. Oh, jetzt sind wir wieder runter. Auf und runter. Ah, da haben wir noch was. Komm her, du. 2000 Platin. Oh ne, Palladium war das, glaube ich, ne? Ah, ich hab's nicht richtig gesehen. Tür auf. Wir wurden entdeckt. Oh. Oh, oh, oh. Hier, pass mal auf, ich hab da so eine Idee. Können wir dich hacken? Ah. Oh, oh, die Drohne, die Drohne. Ach, die gehört zu uns. Ach, drum, jetzt check ich das. Ach so. Ach so. Das muss mir einer sagen, Mann. Da war das vorher wohl kein Bug. Anwenderfehler nennt man sowas dann. Was haben wir da? Munition. Was, warum können wir die jetzt? So. Schauen wir mal hier. Können wir die nachladen? Ne, brauchen wir nicht. Stecken wir sie wieder weg. Tür wieder auf. Rein da. Oh, da ist wieder der grüne Schlotze. So, marschieren wir da rum. Und davor. Kommt ihr mit? Und schön aufpassen, wo ihr hintretet, ja? Mädels. Dass mir da keiner pfuscht. So, wo haben wir jetzt... Ah, hier einmal. Ein neuer Plan, Singularität und dann so. Und dann ein Mob hinterher und dann war's es für euch. Oh, 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 da kommt eine ganze Armada. Komm, 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 komm. Oh, das war eine feindliche Drohne jetzt. Komm her. Verdammt. Hätten wir's? Ja, ne? Sehr gut. So, bergen. 3000 Credits. So, und hier ums Eck nochmal.
Den nehmen wir auch noch mit. Wir sind reich. Tür öffnen. Tali sagt gar nichts, Mensch. Muss dir doch tierisch auf den Senkel gehen, was wir hier machen. Prozessor, jeder enthält Tausende von Geth. Sehen die uns, wenn wir vorbeigehen? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als sie die Zellen in ihrem Blut. Also nein. Der ist anders als die Verteiler, die wir hier bisher gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Oh, was machst du denn so hell, Mann? Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Und weiter? Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie da nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Tja, langweilig. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Ja, alle Pfuscher. Die Heretics haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Eine Gelegenheit, sie anzugreifen. Wenn sie das vor ihrem Weggang beschlossen hätten, hätten wir es in ihren Gedanken gehört. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Ja, komm. Die Schattenseite der Freiheit ist Verantwortung. Die haben eine schlechte Entscheidung getroffen und müssen nun damit zurechtkommen. Sie sind für deren Entscheidungen nicht verantwortlich. Genau. Ein logisches Argument für einen individuellen Geist. Wir sind nicht wirklich Individuen. Teile von uns sind in den Heretics. Und möglicherweise irrt sich einer von ihnen. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Ja, und hier bist du schon... Hast du dir was überlegt? Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Ja, mach ich schneller, Mann. Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Ja, komm, also gehen los. Gehen wir weiter. Ja. Yeah, für Abtrünnigen Bunge, sehr gut. Wir brauchen ja noch Abtrünnigen Bunge, damit wir den Clinch hier mit Tali und Legion später geregelt bekommen, weil sonst verlieren wir jetzt nochmal kurz vor Ende eine Loyalität. Und zwar entweder die von Tali oder die von Legion. Und ich will ja alle durchbringen. Ja, wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Josh Kadema, machen wir doch klar. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Also. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Überall. Achtung, Download von Heretic Runtimes auf Mobile. Die kommen jetzt wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Glaube ich, oder? Achtung. Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Oh, da sind schon welche. Mal eine Singularität darunter. Trifft die? Yeah, sehr geil. Und ein Warp dazu. Ah. So, dann machen wir die mal an. Und die machen wir an. Hallo Mädels. Komm her, du. So, andere Waffe. Was ist mit dir? Ah. Das war's schon. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Übernehmen wir. Oh, dann nehmen wir mal den. Und hier nur eine Singularität runter. Oh, komm her, komm her, komm her. Oh, was geht denn da, ey? Was war das denn? Bam! Oh, da kommt einer hochgestiefelt. Komm her, du. So, Freundchen. Oh, 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 da kommen welche. So, jumpen wir mal darüber. Und ein Warp. Ah. So ja nicht, Freunde. So ja nicht.
So, das Teil hier explodiert uns wahrscheinlich gleich wieder. Die kommen hier durch. Machen wir das doch mal so. Komm mal her. Ah, komm mal rum ums Eck. Also. Oh, da unten sind auch noch welche. Singularität. Und ein Warp. Ah, fuck. Falscher Knopf. Jetzt nochmal Warp. Komm. Bam. Oh, fuck. Oh, ist der süß. Hallo. Hör mal auf. Was kannst du denn machen, Mann? Ah, Liga, hast du mich jetzt erschreckt? Ey, meine Fresse. Ich hab gedacht, hier, du hast so einen Feind. So, was ist denn jetzt? Nächster, bitte. Ich wär warm. Oh, da haben wir einen. Ganz ein kleiner. Komm her. Bam, 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 bam. Barriere. Nein, falscher Knopf. Verdammt. Keine Barriere. Oh, verflucht. Jetzt kommen die da hoch. Oh, machen wir den an. Und den machen wir auch an. So, jetzt kommen die hier hoch. Ah, fuck. So, komm her. Einmal. Komm her. Zweimal. Noch jemand? Oh, 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 was geht denn bei euch ab? Singularität. Und mal Entdeckung. Kommt da von einer. Ah. Ey, oh Mann. Ah, ich denke mal, das ist Legion. Und wenn Legion vor mir steht, denke ich, es wäre ein Gegner. Datensuche und Analyse komplett. Yeah. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Puh, das ist eine gute Frage. Schwierig. Also wahrscheinlich ist ja umschreiben in das andere. Das, ja, vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Mass Effect 3 Auswirkungen hat. Weil das werden ja dann mehrere. Oder? Wir fragen einfach mal so hier. Was hält Sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung. Na, wo ist er? Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Ja, nee, komm. Weil wir brauchen Renegade-Punkte. Und ich habe keinen Bock hier, ein Gruppenmitglied zu verlieren, welcher dieser Scheiße hier. So, also, mach mal platt. Es gibt keine Garantie, dass Sie nicht wieder zu denselben Schlussfolgerungen kommen. Genau. Richtig? Dass Sie die Reaper anbeten und organische Lebewesen angreifen. Alles klein Muser. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gleich null. Dann vernichten Sie sie. Wir haben die Chance, das alles zu beenden und die werde ich nutzen. Zur Kenntnis genommen. Bringe magnetische Antimaterie-Abfüllanlagen zum Kollabieren. Erledigt. Empfehle Rückzug zu Normen. Wow, 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 wow. So, jetzt haben wir nichts wie Rose hier. Nachladen, ja, das ist ein guter Plan. So, jetzt habe ich hier gesehen, wir haben Renegade-Punkte, haben wir kassiert, aber wie viele? Keine Ahnung. Ich hoffe, die reichen. Ah, Freundchen. Und da haben wir noch welche. So, gehen wir mal das Scharfschützen wieder. Komm her. Oh, wo kommt denn ihr her? War der vorher schon da? Fuck, Alter. Hau ab jetzt, ey. Da bleiben wir mal. Schön, wo wir sind. So, jetzt komm her. Schuss im Ziel. Na, also. So, jetzt haben wir nichts wie raus hier. Oh, fuck. Au, oh, cool, der Große gehört jetzt zu uns. Sehr geil. Da machen wir folgendes, und zwar, der ist mir äußerst unsympathisch. Ah, komm mal her, du. Ist gefrustet. Oh, oh, jetzt aber Entdeckung. So. Ah, ah, da sagst du nichts mehr. Ach Mann, ich wollte mal draufhauen. Okay, so, jetzt nichts mehr raus hier. Mich juckt schon wieder am Ohr. Diesen Kopfhörer so jetzt. Das sah aber nicht gut aus. Mission der Welt! Yippie!
Mission Zusammenfassung. Die Zerstörung der Geth Heretics könnte die gesamte Struktur der Galaxie verändern. Ja, das sehe ich auch so. Überwachung des Geth-Gebiets wurde verstärkt, um alle Flottenbewegungen registrieren zu können. Unabhängig davon haben die von der Geth-Station beschafften Daten wertvolle Einsichten in die sozialen und technologischen Prozesse bei KIs geliefert. Legion müsste nach Shepherds Hilfe bei den Geth Heretics der Mission loyal gegenüberstehen. So, Erfahrung haben wir erhalten. 750, Kraft von Legion ist freigeschaltet. Geth Schildverstärker, sehr geil. Neues Outfit hat er, Credits haben wir verdient, 30.000, Palladium haben wir gefunden. Ja, was doch, Palladium hier. Bericht schließen, beenden. Oh, jetzt habe ich Gott sei Dank daneben gedrückt, weil... Weil. Ja, Kinders, jetzt wird's... ich weiß nämlich, wenn ich jetzt auf diesen Knopf hier drauf drücke, dann kommt Talion gesaust und will Legion ans Leder. Und dann... Dann hoffe ich doch, dass wir beide loyal behalten können. Ich habe Angst. Aber wenn das nicht klappt, das wäre jetzt so ärgerlich. Jetzt kurz vor Schluss, kurz bevor jetzt dann wirklich die letzte Mission, um die Kollektoren aufzuhalten, beginnt. Oh, fuck. Commander Tali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Oh. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Schon unterwegs, Joker. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Ist doch nicht so schlimm. Die Schöpfer haben Waffentests an Geth-Hardware durchgeführt. Wir hielten es für nötig, unser Volk vor einer möglichen Aggression zu warnen. Wir haben die Geth durch die Zerstörung der Basis geschwächt, Shepard. Aber sie sind immer noch eine Bedrohung. Ich werde nicht zulassen, dass Legion die Flotte gefährdet. Schöpfer Tali Sora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Oh no, fuck. Ich weine jetzt. Ich gehe jetzt ins Kämmerchen und weine. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, gehe ins Kämmerchen und weine eine Stunde. Verdammt! Na toll. Fuck! Ja, können wir wohl nichts machen. Ja, dann sind wir... Legion senden einstellen. Ja, sind wir für Tully, oder? Ja, wir sind für Tully. Na toll. Fuck. Wir können jetzt keinen Konflikt zwischen Quarianern und Geth riskieren. Legion, ich befehle Ihnen, die Daten nicht zu senden. Wir werden gehorchen. Der bevorstehende Kampf gegen die alten Maschinen hat Vorrang vor langfristigen Konflikten. Doch sobald die alten Maschinen besiegt sind, werden sich die Schöpfer für ihr Verhalten gegenüber unserem Volk rechtfertigen müssen. Danke, Shepard. Tut mir leid, dass es eskaliert ist, aber ich konnte nicht zulassen, dass Legion mein Volk gefährdet. Na toll, Tully, echt, du hast alles versaut. Verdammt. Kann mir das bitte mal einer erklären? Oh, Kinder, ist ja, wie viel soll man denn da sammeln? Anscheinend so wenig. Verflucht. Fuck. Ja, okay, jetzt können wir es nichts mehr ändern. Ich bin schwer deprimiert. Und dann machen wir hier den Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Mass Effect 2. Bis dahin. Tschüss.